Ich bin gerade aufgewacht, hab League of Legends angemacht und jetzt wird gezockt, die Bude wird gerockt. Yeah, Buddy, herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Runde League of Legends, wie ihr gerade gehört habt. Gute Laune ist am Start und ja, ich bin gerade übergehypt und übermotiviert, weil sich alles mit der Fitness-App, mit meinem neuen Business-Konzept, was ich seit circa anderthalb Monaten mache, weil sich da alles fantastisch entwickelt. Wenn ihr nicht wisst, worum es geht, schaut euch in der Real-Life-Playlist das Video an. Geld verdienen online mit Fitness-App. Und dann könnt ihr mir bei Instagram schreiben, wenn ihr wollt. Aber so viele Informationen gibt es in dem Video nicht, aber es wird grob umrissen. Und alle, die dann Bock haben, können mir auf jeden Fall schreiben. Aber jetzt zu eurem Wunsch. Jhin in der Botlane mit dem Luft-2 als den verrückten Alistar. Gegner, Twitch und Vel'Koz. Ich habe gerade geschrieben, ich denke, dass wir den Vel'Koz da ziemlich schnell knacken können. Der ist halt ultra squishy, ne? Hopp, komm, spring! Yes! Schön auf die beiden abgesprungen. So soll es doch sein. Ah, das Gute ist, ich weiß, wenn ich mit dem Luft-2 spiele, dann habe ich einen Supporter, auf den ich mich absolut verlassen kann. Ihr seht, ich spiele mit Warlords. Mag ich ehrlich gesagt sogar lieber als ADC. Gib mir so ein bisschen Sustain. Ah, gerade noch weggekommen. Und jetzt Angriff. Yes. Und haben wir. Der ist weg. Der ist auf jeden Fall weg. Huhu! Was für eine Angriffswelle. Alistar, alles richtig gemacht. Ignite im Petto. Er hat sogar noch gesagt, wieso habe ich Ignite genommen? Ich wollte Exhaust. Wäre der Klassiker auf Alistar. Aber ich habe gesagt, hey, für die Kills, wir rasieren das hier durch. Und das war das First Blood. Alistar wird fett. Und so kann es schon mal gehen. Die CC-Kette ist halt auch einfach sexy bei Jhin. Ich finde auch, dass Jinx ist immer schon mein Lieblings-ADC gewesen, aber dicht dahinter kommt auf jeden Fall Jhin. Was ich an Jhin sehr geil finde, ist, den kannst du halt auch zum Beispiel in der Mitte spielen. Auch in der Toplane habe ich schon abartige Jhins gesehen, aber da halte ich es für ein bisschen gewagt. So, ich fahre mal einfach entspannt weiter, 681. Wie sieht es sonst aus? Wir haben Darius gegen Yasuo, top. Huiuiui. Ein guter Yasuo wird das managen. Alter! Ist der denn des Wahnsinns? Der will's wissen, ehrlich? Ist schon ziemlich dumm von ihm, ne? LOL! Wow! Wow, wirklich? Wirklich, mein Freund? Wieso schmetterst du ihn zu mir? Wieso schmetterst du ihn zu mir, die Minions? Wieso? Scheiße. Ey, come on. Jetzt hätte ich auch noch mein BF-Schwert fast gehabt. Ey. Alter, der will... Jetzt wird er... Okay, passt. Eieieiei. Corfields Warhammer, wirklich? Ich weiß nicht, scheiße. Ah, passt. Ey, das war hier eine schöne Reichweite für mich. Und ich hätte da gewartet bis auf meinen starken Auto-Attack. Vielleicht noch an einem Minion den einen oder anderen geholt. Aber es passt auf jeden Fall. Wir stehen jetzt trotzdem gut. Vel'Koz seinen Kill, aber hier 1-1-1, 1-0-1. Es passt. Wir können auf jeden Fall weiter Rambazamba machen. Er hat noch ein bisschen Mana. Alistar macht auch ganz ordentlichen Schaden. Ich finde es geil, dass Alistar diesen CC hat, wenn er seine Kuhglocken da auf dem Gegner aufgeladen hat. Okay, ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Stell mal hier eine kleine Pflanze, die Gegner nicht sehen. Und hier auch. Kleine explosive Blume. Jetzt warte ich auf Alistar und dann rocken wir das. Ah! Wunderbar.
Alles kein Thema. Gerade gegen Twitch finde ich es eigentlich ziemlich stark. Hüp! Bam! Alter, der hat schön kassiert. Ey, ich liebe Jin so. Okay, passt. Ist ja schon sehr tief reingegangen, natürlich. Na, krieg ich den Auto-Attack durch? Shit, komm. Ah, hab ich durchbekommen, sauber. Okay, jetzt heißt es Twitch besiegen. Jetzt heißt es Twitch besiegen. Hopp. Der vierte Auto-Attack von Jin. Dieser Champion braucht gar keine Ulti. Dieser vierte Auto-Attack ist viel schlimmer. Na komm, ich brauche mein BF-Schwert. Vorher darf ich hier nicht die Position verlassen. Ich bin aber gleich tot, wenn Twitch unsichtbar jetzt kommt. Und er lebt auch schon seit langem. Eieiei. Eieiei. Wo ist er? Da ist Vel'Koz. Machen wir hier nochmal. Ah! Really? Er ist schon... Oh mein Gott, ich komme weg. Ich komme nicht weg. Und noch ein Auto-Attack. Okay, das müsste aber... Bitte! Ja! Und damit habe ich mein BF-Schwert. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon vorher hatte, aber das war alles richtig. Ah, und Twitch kriegt seinen nächsten Kill. Hey, Karim! Level 5. Ach was, wirklich Twitch in die Pflanze? Der den... Hä? Hicker? Easy, easy. Rasier den da, Junge. Na also. Und es gibt echt noch einen Support. Das ist natürlich sexy. Dann gönne ich mir sogar... Warte mal, Schuhe, Trank konnte ich mir trotzdem mitnehmen, ne? Oh, sehr schön. Bin natürlich jetzt super fett. 6 zu 5. Darius, das, was ich gesagt habe. Darius gegen Yasuo. Ei, der Ignite-Tick, ne? Jetzt habe ich diese gewaltige Ulti, die einfach nur ultra prall ist. Easy peasy, baby. Easy peasy, baby. Es stimmt. Einfach die gesamte Kombination, die wir hier rauspacken. Scheiß drauf, ich bin dabei. Ich bin dabei, Bro. Und weg. Unglaublich. Was für eine Power. Was für eine schöne Kombination. Alistar engaged. Ich hau ein bisschen CC noch hinterher. Ich bin sehr positiv angetan von den beiden Champions in der Kombination. Ah, scheiße. Und. Heal habe ich noch rausgefeuert. Weil ich mir nicht sicher war, ob er mich dann doch mit seiner Ulti, wenn so ein letzter Tick durchgeht. Und Alistar ist... Okay. Twitch ist unsichtbar gegangen, richtig? Ne, da ist er. Okay, komm, lass uns zurückgehen. Ich habe jetzt den Essence Reaver. Ich verlasse mich hier einfach mal auf den empfohlenen Bild. Oh, Yumus ist auch geil, ne? Okay, machen wir trotzdem erstmal Essence Reaver. Oh, Yumus finde ich ultra... Oh, ich habe so viel Cash. Und dann hier stimmt ein ADC mit den Dreierschuhen. Komm, ein Trank ist immer gut.
um so einem Ignite-Tick oder sonstigem direkt ein paar Leben entgegenzuknallen. Ulti ist wieder ready. Der vierte Schuss ist ein Critical Strike. Jhin wird aber, glaube ich, in der letzten Zeit gar nicht mehr so oft gespielt, ne? So ein bisschen wurde der wohl genervt. Aber mir gefällt er. Und ich kann ihn euch auf jeden Fall empfehlen. Der macht einfach nur Spaß. Das ist ein ganz besonderer ADC auch. Der haut nicht nur starke Auto-Attacks raus. Das ist dieser vierte. Und schon wieder rein. Und schon wieder rein! Please! Und... Bam! Alistar bleibt am Ball. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Hüp! Und... Nice. Es macht einfach nur Spaß. Das erste Spiel des Tages. So muss das laufen. Danke, Luftzwo. Du machst es zu einem sehr guten Spiel. Hallo, Jarvan. Und weg. Und der mit seiner Ulti. Der mit seiner Ulti. Ich will hier noch nicht weg. Oh, shitty. Dann machen wir es so. Dann haben wir den erstmal. Oh, Twitch gibt richtig Gas. Nice, wir kommen beide weg, oder was? Wir kommen beide weg. Leck mich am Arsch, Twitch. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ist er unsichtbar? Läuft er hier durch? Wir werden sehen. Ja. Ach nee, das war die Dings hier. Das war die Krabbe. Ich stell mich mal hier hin. Das Gute ist, die Tower haben ja One's Eye, ein Vision oder ein Invisible Detector, sagen wir es mal so. Das heißt, wenn der Twitchikowski da in der Nähe wäre, dann wäre er passé. 13 zu 9. Probleme beim Yasuo. Ansonsten, der Rest ist okay. Wir rocken halt extrem. Wir machen 12 Kills hier. Oh, Kennen mit seinem Engage wird aber auch was Böses. Das ist so pervers. Wir können sofort angreifen, ey. Ah. Boom. 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 Oh, jeder Schuss. Jeder verfickte Schuss hat getroffen. Und? Ich brauche noch den einen Schuss. Ach, come on. Ach, ich hätte ihn noch gehabt, aber alles gut. Alles gut. Die Ulti, habt ihr gerade gesehen? Zum Engagen benutzt. Das macht man nämlich auch ganz gerne. Aber tatsächlich, jeder Schuss hat getroffen. Das war wahnsinnig gut. So, jetzt muss aber auch gleich hier jemand kommen von den Gegnern. Um das Ganze hier ein bisschen zu deffen. Oh, Twitch! Twitch! Ich habe ihn gerade noch gesehen. Oh! So will er es durchziehen! Bam! Und bumm! Heftig! Alter, dass er da auch noch rüber geflasht hat. Psychopath! Oh scheiße, kann man das lesen? Doch, ne? Jetzt heißt es bestimmt gleich Report Botlane. Yeah.
Alistair, no respect. Psycho Ellie. Hey, wir pushen einfach weiter, oder? Wo ist das Problem? Ich sehe keins. Each bullet is a piece of my soul. Each shot is a piece of me. An enemy is unstoppable. Zerstört. Ey, das Spiel ist ja mal ultra sweet. Macht echt Spaß. Ich hoffe, euch macht es auch Spaß. Dann gebt den Daumen nach oben. Ihr wisst Bescheid. Und ein Abo da lassen. Hey, das müsst ihr natürlich auch, falls ihr es noch nicht gemacht habt oder so. So, zu weit nach vorne darf ich nicht gehen. Kennen kein Stundenglas, was sich als erstes gönnt. Der geht aufs Äußerste, alles oder nichts. Kann man auch mal machen. 2700, Alter, ich muss zurück. Nein, muss ich nicht. Hehe, 2900. Alles klar. Infinity Edge. Ich finde auch Blutdürster einfach nur klasse. Jin macht super viel Schaden. Wieso nicht den Lifesteal auch einfach mitnehmen? Dann hier. Ein bisschen Attack Speed will ich jetzt auch haben. Okay, ehrlich gesagt will ich auch die Dreierschuhe haben. Das finde ich auch super geil, dass Jin da natürlich auch dann ein schneller ADC ist. Und jedes Mal, wenn er einen Gegner dann auch crittet, wo steht's, bekommt er auch Movement Speed. Genau, Movement Speed für 2 Sekunden. Abhängigkeit vom Critical Strike oder. Und jetzt, bumm! Oh, Scheiße. Okay, da habe ich schon mal erstmal ganz gut erwischt. Zack, da kommt nochmal ein Stun durch. Der war auch in Ordnung. Frage: Wo will Twitch hin? Und, bam, ist der nächste weg. Ich denke, das, kriegen wir den Darius noch? Ist nicht, nee, genau. Alter, wie verdammt nochmal ich kritte, habt ihr es gesehen? Schöne 700 Damage, ey. Alles gut, kein Problem. Mhm, läuft. Und ich heile mich. Ach, deshalb finde ich Bloodlust so geil. Und trotzdem. Trotzdem, okay, Rapid Fire Cannon ist gut, aber danach würde ich trotzdem gerne den Blutdürster haben, auf jeden Fall. Denn dann bin ich, glaube ich, fast nicht mehr zu knacken. Gut, Annie will's wissen. Und weg. LOL. Ey, die Ulti zum Engagen habe ich früher gar nicht so oft eingesetzt. Die ist aber mega. Die war schnell weg, ey, ist echt so. Außerdem war das ein R. Aber vielleicht war es auch eine kleine Pussy. GG, Alter, GG. Die Gegner werden auf jeden Fall surrendern. Ich hätte den Flash sogar nicht mal gebraucht. So, das ist jetzt Zeit zu surrendern, Freunde. Ich glaube nicht, dass sie Lust haben, das weiterzuspielen. Dieser Stun, Junge, auf diese abartige Range. Ich kann euch Jin einfach nur empfehlen.
Ach komm. Komm! Yes. Ah, ich habe keinen Support bekommen. Dein Ernst? Dabei flog mein Auto-Attack doch schon so geschmeidig. So, Darius, hast du einen Plan? Ich gehe mal davon aus, dass du keinen hast. Oh, die Pflänzchen überall. Junge, da kommt mir einfach auch keiner hinterher, ne? Oh, Wetti Peter. Twitch. Hey. Ja, sorgen wir hier nochmal für den CC. Hönte, was gehört mir? Boah, 3000 Cash. Eigentlich muss ich zurückgehen. Komm, ich gehe jetzt zurück. Ich mach das mal hier. Oh, oder? Jetzt schon wieder los? Es geht wirklich los. Das kannst du doch keinem erzählen hier. Ich gehe jetzt aber wirklich mal zurück. Ach, wenn sie mich lassen. Das ist verrückt. Das war einfach nur verrückt, diese Ulti. Komme ich heute noch mal zum Shoppen? Wenn, dann jetzt. Letzte Chance. Blutdürster kann ich mir sofort leisten. Mach ich mal. Rapid Fire Cannon wäre zwar wegen der Critical Strike Chance ein bisschen besser, aber ich fühle mich damit einfach total wohl. Bei dem Schaden, den ich raushaare, 20% Lifesteal. Holy moly. So ein Jarvan alleine gegen ADC? Wie steht er denn? 2-5. Ich denke mal, ich könnte ihn besiegen. Aber ehrlich gesagt will ich es nicht versuchen. Und? Okay, aber es hat gereicht. Damit Hikarin dahinterhergehen kann, ja. Und? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach, irgendwie ging mein Auto-Attack nicht durch.
Und dann kam auch noch Twitch, aber... aber die Kills rollen trotzdem. Mein dritter Tod. Da habe ich aber ein bisschen was falsch gemacht. So, jetzt auf jeden Fall nochmal Rapid Fire kennen. Dann würde ich noch einen Yumus bauen. Ghostblade. Und dann wäre man eigentlich soweit durch. Natürlich Elixier. Oder ein Schutzengel. Aber jetzt in dem Game, wo wir todesoffensiv sind, könnte man sich den Schutzengel wirklich sparen. Oh, sie, Alter, ist da diese verrückte Kuh. Weiter in dem Down. Und ich versuche jetzt gleich nochmal mit der Ulti Win wegzusnipen und dann, ich denke, dann ist GG. GG, well played. Erstes Spiel des Tages. Danke auch Luft 2. Psycho, Alter. Richtige Psycho-Kuh, wo ist sie? Die Psycho-Kuh und der Verrückte, echt. Jinnison. Ich glaube auch vom Charakter, der ist ein ganz Verrückter, ey, wenn man sich die Story durchliest. Ich habe gesagt, ich will mit meiner Ulti quasi engagen. Das einzige Problem, das ich gerade sehe... Ah, die sind jetzt doch schon sehr gebündelt. Uns fehlt noch der Hekarim momentan. Okay, komm. Tschikowski. Hekarim jetzt drin. Passt. Passt. Schön. Geaced, ne? Ja, habe ich gesagt. Das ist jetzt das Ende. Als ADC darf man nicht immer in der Frontline stehen. Es war für mich die größte Umstellung, als ich mit League of Legends angefangen habe oder so mittelfortgeschritten war. Wo ich die ganze Zeit immer Toplane gespielt habe. Und dann versuch mal ADC. Und du denkst, du kannst nach vorne. Und dann bist du sofort tot. Und dann ist das Game einfach so schnell gelaufen. Wunderbar. Es war ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Daumen nach oben, Abo da lassen. Nettes Kommentar. Einfach mal ein bisschen austauschen. Was haltet ihr von der Kombination? Alistar, Jhin. Ich bin raus, Freunde. Ich wünsche euch einen super angenehmen Tag. Ich bin euer Tomek. Macht's gut. Ciao, ciao.